Hallo ihr Lieben, nach dem Fail mit meinem Slime, ja, jetzt der versprochene Haul. Es hat auch ein bisschen was mit Schleim zu tun, es hat ein bisschen was mit, keine Ahnung was zu tun, mit Basteln halt, ne? So wie sich das für einen richtigen Bastler gehört. Und zwar fangen wir hier mal mit an. Das hat jetzt nichts mit Schleim zu tun, aber mit Dekodenn. Und zwar so eine Dekospritze mit 8 Aufsätzen. Da habe ich schon eine mir geholt. Das war aber eine türkisfarbene. Ich glaube, die hatte ich vom Action. Und ja, die funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also ich hatte die mal ausgetestet und die hat mir so gut gefallen. Und da habe ich die jetzt gesehen beim Teddy. Und habe die dann auch nochmal mitgenommen. Ja, doppelt gemoppelt hält besser, ne? Und was ich hier gerade sehe, ich habe vorhin, nee, ich sag's noch nicht, was ich gemacht habe, aber ich brauchte hier so eine runde Düse und hatte nur diese spitze Düse bei meinem Set dabei. Also perfekt. Die brauche ich unbedingt. Also richtig gut. Ich habe ein kleines Platzproblem. Ja, ich werde es jetzt einfach mal hier so hinbuttern. So, dann haben wir hier was für den Schleim und zwar so eine Dessertbecher mit Deckel. Ich hatte da auch schon mal welche vom Verpackungsladen gekauft. Aber die neigen sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Da waren 50 so eine Schälchen, 50 Deckel dazu. Ja, im Verpackungsladen ist es natürlich viel, 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 viel günstiger. Aber da weiß ich halt nicht, wann ich da mal wieder hinkomme. Und deswegen habe ich mir jetzt zur Not erstmal die mitgenommen für 1 Euro. Wenn man sich das überlegt, das ist echt heftig, ne? Hier kosten 10 Stück 1 Euro. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was das hier gekostet hat, aber es ist auf jeden Fall im Verpackungsladen eigentlich günstiger. Aber so ist das eben, ne? Zum Verpackungsladen müsste ich wieder, wer weiß, wie lange fahren und naja. Dann habe ich Buntstifte mir mitgenommen. Und zwar wirklich Buntstifte. Ich mache jetzt einfach mal eins auf. Ich sehe gerade, die waren von Kick. Jetzt mische ich hier gerade unseren Haul, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm, ne? Bei mir ist halt Kick und Teddy direkt nebeneinander. Und ja. Also zumindest, wenn ich zu dem Teddy hinfahre, dann ist ein Kick nebeneinander. Sonst ist nur Kick hier direkt vor der Haustür. Ja, und was ich an den Stiften so geil finde, ist, die haben 4 verschiedene Farben in Rot, Grün, Gelb und Blau. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht hätte ich jetzt nicht die Pappe wegschmeißen sollen. Wenn man damit malt oder so schreibt, dann kommen halt die bunten Farben so zum Vorschein. Und ich habe mir überlegt, dass ich mit entweder Fimo oder irgendeiner anderen Masse irgendwas hinten hier dran baumel, bamsel, je nachdem. Und ja, dann die in verschiedene Tauschbäckchen halt mit reinwerfe. Also die Idee steht schon mal, die Umsetzung, ja, hoffe ich auch irgendwann. Ja, bin ich hier gerade schon am Auspacken. Sehr schön. Schön trennen, ne? Das Papier von der Folie. So, dann mein absolutes Mega-Highlight für mich. Ist die nicht cool? Also die finde ich ja mal mega genial. Kann man jetzt hier sowas nehmen, ne, und dann die dran machen. Ja, die hält jetzt nicht 10 Zentner aus, aber wenn man sich die eine Pinnwand oder so, habe ich schon überlegt, entweder mit Magnet, dass man die eine Seite dann mit Magnet macht, dass man die dann irgendwo hinbatscht und dann kann man da halt irgendwelche Zettelchen dran halten. Liebesbriefchen vielleicht für den Freund morgens. Oder ja, keine Ahnung. Oder einfach nur so hinstellen. Ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn die einfach nur so steht auf dem Regal. Ja, ich glaube, ich stelle die oben auf dem Regal. Neben der anderen Wolke. Ich habe hier übrigens neue Deko im Bild. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich weiß es nicht. Könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Dann habe ich Konfetti mitgenommen. Ja, hallo, als Resin-Gießer und als Schleimmacher braucht man das eigentlich immer, ne? Und ja.
Allein schon wegen diesen Fläschchen. Und ich finde, 4 Stück für 1 € ist halt wirklich mal günstig für Teddy. Sonst hat Teddy ja echt manchmal so Apothekenpreise, ne? Hier zum Beispiel. Nein, es geht auch noch. Drei Gläschen, so eine größeren für 1 €, finde ich, ist auch noch vollkommen okay. Dann, was haben wir dann? Dann habe ich mir überlegt, jetzt weiß ich nicht, ob ich das zeigen soll. Doch, ich glaube, ich zeige euch das und dann frage ich euch nämlich, wie ihr das findet, die Idee. Ich habe hier so alte Nutella-Gläschen und ich habe jetzt hier das Nutella rausgewaschen, weil das war jetzt nicht mehr haltbar. Also klar, Mindesthaltbarkeitsdatum ist halt überschritten und dann habe ich nochmal dran geschnuppert und wahrscheinlich hätte man es vielleicht noch essen können, aber es war jetzt März 2018 abgelaufen und das möchte ich auch keinem mehr antun, weil das war eigentlich für Tauschpäckchen gedacht, aber ich hatte das immer im Schrank und habe da irgendwie nie dran gedacht. Geht euch das auch so manchmal, dass man so viele Tauschsachen hat und irgendwie nicht dran denkt? Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt ausgewaschen und ihr könnt euch schon vorstellen, was ich vorhab, oder? Ich mache Nutella-Schleim und dann packe ich das da rein in die kleinen Mini-Gläschen. Und ich brauchte aber unbedingt braune Farbe. Ich habe keine braune Farbe im Haus. Als Bastler keine braune Farbe zu haben, ist echt armselig. Ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Vielleicht soll ich da ja auch ein Watch Me Craft machen oder so. Ja, schreibt es mir einfach und ich werde das dann tun. Dann habe ich im Moment ja so ein bisschen mit dem Rücken und ja, meine Handtaschen kann ich nicht immer so nehmen, wie ich gerne möchte. Und deswegen habe ich gerade so einen Nike-Beutel und habe den jetzt gerade gesehen und fand den irgendwie ganz witzig. Und da musste der halt mit. Für 3 €. Ja, ich fand den total süß. Manch anderer würde den nicht nehmen, aber ich gehe damit raus. Mir ist das ganz egal, was die Leute von mir denken. Dann habe ich noch was ganz, ganz Schönes zum Basteln. Und zwar Perlen. Sehen die nicht schön aus? Also ich bin ja sonst echt nicht so der Teddy-Perlen-Freund, ne? Aber ja, die mussten irgendwie einfach mit. Weil die Farben fand ich so schön. Und ja, wie findet ihr überhaupt mein neues Armband? Gefällt euch das? Das ist voll Meerjungfrau, ne? Ich finde es mega cool. Und ich weiß nicht, was mit mir los ist heute, aber ich habe quasi Wasser gesoffen. Eindeutig. Ich habe mir Fliegengitter gekauft. Aber nicht für die Tür oder das Fenster, sondern zum Basteln. Ich habe nämlich vor, eine Halloween-Embellishment-Box zu machen. Und da habe ich von der lieben Steffi die Idee mir geklaut mit diesem Fliegengitter. Ja, weil Tüll, also ich hatte jetzt keinen Laden, der Tüll hat. Und dann habe ich mir halt Fliegengitter mitgenommen. Geht auch. Ist auch richtig cool für Halloween. Boah, ich habe voll viel eingekauft, merke ich gerade. Ja, so also eine Wasserkugeln sind eigentlich für die Blumen, aber ich will die mal für meinen Slime benutzen. Mal gucken, wie das wird. Sind das eigentlich diese Fishbowls, wo sie mal erzählen? Oder? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche, wie heißt es denn? Ja, Ausdrücke für die verschiedensten Sachen. Und hier habe ich mir 2 kleine Döschen mitgenommen, weil ich ja ein bisschen mehr mit Deko denn mal ausprobieren möchte. Fand ich jetzt nicht so günstig, 75 Cent das Stück, aber ja, ich fand sie halt so ganz schön. Eigentlich müsste man sie so naturbelassen lassen. Oder man kann sie mit Acrylfarbe bemalen, aber eigentlich finde ich sie so schon recht schön. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, was ich drauf packe. Also von dem her. Mal schauen. Dann habe ich hier so Ketten mitgenommen, weil ich vorhabe. Ich grabe sie jetzt nicht aus meinem Regal raus. Diese Gläschen in klein habe ich ja. Und dann
habe ich mir überlegt, kann man ja so ganz coole Kettchen damit machen. Was ich reinmache, keine Ahnung. Das weiß man als Bastler irgendwie noch nicht, oder? Also, zumindest geht es mir meistens so, dass ich das noch nicht weiß. Dann habe ich hier zwei Magnetverschlüsse mitgenommen. Ja, wenn man ein Armband macht, ist das, glaube ich, ganz cool. Ich muss das mal rausholen. Ob das so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. ja. Ich krieg das gar nicht auf. Bin gleich wieder da. Theoretisch müsste man es ja nur auseinanderziehen, oder? Oder bin ich doof? Das ist ein Magnetverschluss. Aha. Oh, der hält aber gut. Meine Güte. Oh! Guck mal. Oh, da ist wirklich Kraft hinter. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass der so gut hält. Und das für 75 Cent. Also da habe ich echt was Gutes eingekauft. Da muss ich nur gucken, dass ich den... Oh. Ja, der bleibt schon mal bei dem. Das ist schon mal ganz gut, dann geht der nicht verloren. Muss ich nur gucken, dass ich den auch in meine Box sortiere und nicht wieder vergesse, dass ich den habe, ne? Weil so ist das ja manchmal als Bastler. Man kauft immer irgendwas und dann ist das ganz hinten in der Schublade oder so und dann vergisst man das ganz schnell. Und dann habe ich mir endlich mal so Bollos geholt. Weil ich finde ihn so niedlich. Und ja, schon wieder Perlen von Teddy. Was ist mit mir los? Aber die sind so süß. Ja, hätte ich die bei Dianas Chunky Charm schon gehabt, hätte ich da auch welche mit dran gemacht. Nein, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich die da noch nicht hatte. Aber egal. So, womit machen wir weiter? Wir sind noch nicht am Ende. Aufbewahrungsdosen. Ja. Kann man immer gebrauchen. Ich fand die extrem stabil. Also, ja, mal schauen, was da reinkommt. Weiß ich noch nicht. Dann habe ich mir, wie vorhin in meinem Fail-Video, habe ich mir klaren Kleber gekauft. Und zwar habe ich den sonst immer von T-Dox geholt. Den von, also bei T-Dox von Stylex. Und da steht sonst immer viel mehr drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob das hundertprozentig auch der ist. Ja, werden wir dann sehen, wenn der Schleim dann gemacht wird. Dann ganz süß, braucht kein Schwein, ne? Aber ich muss das mitnehmen. Mit Einhörnern. So eine Cupcake- oder Muffinbackform. Voll süß. I believe in Unicorns. Und ich sag mal, für 1,50 Euro für so viele, 24 Stück sind da drin. Und die sind, glaube ich, richtig stabil. Ja, ach, wie süß. Passt von 7 auch rein. Mal gucken, was ich damit mache. Oder man könnte das ja vielleicht einfach ausstopfen mit Alufolie oder halt irgendein Papier knüdeln und dann oben mit Deko drin. Oh ja! Oh, da kommen mir gerade ein paar Ideen. Mensch. Nicht für umsonst gekauft, auf jeden Fall. Das wird Verwendung haben. Und jetzt bin ich voll neugierig. Ich habe mir hier diese Haftnotizen geholt. Für 1,75 Euro. So, und ich habe keine Ahnung, was da für Haftnotizen direkt drin sind. Was für Motive drauf sind. Also klar, es sind Einhörner drauf. Aber ansonsten weiß ich auch nicht mehr. Weil normalerweise liegen die ja da immer offen rum.
Also, ich schaue jetzt das erste Mal mit euch. Oh mein Gott! Sind das süße Motive? Schaut euch das an. Erstmal hier, das kann man noch als Karte nehmen. Und dann ist das nicht süß. Oh, hier mit dem Eis. Oder hier. Oh mein Gott, ist das niedlich. Oh, da hätte ich gleich mehr mitnehmen müssen. Ich kaufe das ja dann immer in mehrfacher Ausführung. Sagt man das so? Mehrfacher? Einmal für mich und einmal dann für ein Tauschpäckchen. Ach, wie süß. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Voll niedlich. So. Dann habe ich natürlich auch in zweifacher Ausführung Bügelmotive. Und ja, es wird nur für mein Schlaf-T-Shirt sein. Also eins ist für mich. Und eins landet in irgendeinem Tauschpäckchen. Natürlich jemand, der Einhörner mag. Also falls du dich angesprochen fühlst, kannst du dich auch gerne melden. Und wie sagt die liebe Tanja immer so schön, es ist jetzt absoluter Kreischalarm. Ne? Ich bin fast durchgedreht bei Teddy. Mädels, wer ein Tauschpäckchen mit mir macht, ne? Wenn ihr irgendwie was haben wollt, dann schreit bitte hier. Ja? Ich habe extra mehrere mitgenommen. Ich habe so viel Geld für Sticker noch nie in meinem Leben ausgegeben und schon gar nicht bei Teddy. Aber das sind so geile Sticker. Ja, das geht gar nicht. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die mal ein bisschen sortiere hier. Ich stand schon im Laden und war schon völlig überfordert und wusste schon gar nicht mehr, wie viel ich jetzt von welchen Dingen mitgenommen habe. Ich fange mal mit den hier an. Und zwar habe ich die dreimal mitgenommen. Ich bin ja nicht so der Flamingo-Freund, ne? Und ich habe auch schon ein Päckchen jetzt losgeschickt, wo Flamingo-Sachen drin sind. Ja, blöd gelaufen. Aber sind die nicht der Knaller? Die Farben und die Melone und Tukan und oh mein Gott, also mehr Sommer geht gar nicht. Die finde ich so cool. Die mussten mit. Die mussten mit. Also die habe ich in dreifacher Ausführung. Und Mädels, einer bleibt bei mir. Dann gab es Lamas. Und Lamas, das ist eine Hassliebe bei mir. Weil eigentlich wurde mir das auferzwungen, dass ich Lamas zu mögen habe. Ne, liebe Nicole? Aber die sind ja wohl auch mal zucker, zucker süß. Ne? Ja. Also, die habe ich in vierfacher Ausführung. Einmal für mich und einmal für ein Tauschpäckchen ist, glaube ich, schon eigentlich im Kopf beiseite gelegt. Dann habe ich Einhörner nochmal mitgenommen, weil ja, ich mag Einhörner, ne? Und ich mache gerade eine Embellishment-Box mit Einhörnern. Und ich finde, wenn man da so einen Stickerbogen noch mit dazu legt oder so, ist immer ganz, ganz cool. So. Denn für meine Lama-Verrückten mussten die auch nochmal mit. Ich mag eigentlich diese Pop-Up-Sticker gar nicht so gerne, aber ach, von den Motiven her, die Kakteen und dann die Lamas so süß. Hier, guck mal, voll niedlich. Und auch genau meine Farben, Mint, Rosa, Türkis, hier so ein helles Beige, das sieht auch ganz schön aus. Ja, die habe ich dann zweimal mitgenommen. Und sind die nicht niedlich? So ein Faultier. Voll süß. Ja, was soll ich sagen? Tukan noch mit dabei und Melone, auch Sommer pur. Ich glaube, es sind sozusagen die gleichen Blätter und so wie hier, ne? Ja. Sieht sehr ähnlich aus. Habe ich auch mal zweimal mitgenommen. Und das ist eigentlich schon im Kopf vergeben, im Tauschpäckchen, aber vielleicht kreischt er jetzt die junge Dame auf und
sagt, ich will die haben, dann habe ich nochmal für mich die Bestätigung, dass sie die auch gerne haben möchte und dass ich die in das Tauschpäckchen mit reinpacke. Sind die nicht niedlich? Ich bin normalerweise gar nicht so der Katzenfreund, ne? Aber ja, die sind auch total süß. Auch mit den Fischis hier und. Oh, ich sehe gerade, hier ist eine tote Mücke. Oh, ja, Teddy. Ja, habe ich mal eine tote Mücke mitgekauft. So, ja. Das war's auch von meinem Haul. Also, ich werde natürlich, bevor ich das, also wenn ich das verschicke, werde ich da natürlich die tote Mücke rauspulen. Ja, Mädels. Sagt einfach, wenn euch irgendwie von den Stickern was gefällt, weil ihr könnt mich jetzt nicht drauf sitzen lassen. Das könnt ihr nicht tun. Meine Sticker-Sammlung platzt so schon aus allen Nähten. Und ja. Schreit, wenn ihr was haben wollt. Wenn ich was ins Tauschpäckchen packen soll. Hinterlasst mir wie immer einen Daumen hoch. Vielleicht schaffen wir es auch, bei den Abonnenten ein bisschen hochzugehen. Was ich halt schade fand, war. Nach dem Gewinnspiel sind halt einige wieder weggegangen, aber ja, so ist das halt, ne? Jetzt haben sie nichts gewonnen und dann gehen sie wieder. Da hauen sie wieder ab. Nicht schlimm. Da pelle ich mir ein Ei drauf. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!